Pommern, das Land am Meer. Unterwegs in der Region zwischen Köslin und Danzig. Sandstrände und einzigartige Dünenlandschaften. Ausgedehnte Wälder, Flussläufe, liebenswerte nette Dörfer. Ein Landstrich geprägt von Alleen, Eichen, Eschen und Linden. Raps- und Getreidefelder, sanfte Hügel. Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Das hier sind Aufnahmen aus der Woiwodschaft Pommern. Hier liegt Lemberg, deutsch Lauenburg. Die Aufnahmen im Video der Reihe Zeitreise sind ungefähr 20 Jahre alt, entstanden 2003. Wenn man sich die Häuser und Straßen 2003 in Lauenburg angesehen hat, hat man auch unverkennbar deutsche Spuren gesehen. In Lauenburg im Museum, da fanden wir vor 20 Jahren Bilder, die zeigten, wie Lauenburg einmal vor 1945 ausgesehen hat. So sah Lauenburg einmal aus. 1945 wurde durch einen großen Brand hier ein Großteil des Stadtzentrums vernichtet. Die Häuser wurden danach dann zum Teil wieder aufgebaut. Lauenburg, das liegt in der Region Hinterpommern, wurde bis 1945 nahezu vollständig von Deutschen bewohnt. Heute leben hier fast ausschließlich Polen. Und jetzt wieder Aufnahmen von vor 20 Jahren. Damals fand man in der Stadt noch Spuren der nicht wieder aufgebauten Häuser. Einige der Sehenswürdigkeiten von Lauenburg, damals wie heute immer noch interessant, das sind Teile der Stadtmauer. Und jetzt kommen ein paar Bilder von der St. Jakobi-Kirche. Die ist seit 1945 übrigens erst evangelisch. Das ist eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert und im Innern, da gibt es einen barocken Altar, der stammt aus dem 18. Jahrhundert. Wenn ihr mehr über die Geschichte von Lauenburg wissen wollt, dann schaut mal im Netz bei Wikipedia unter Lemberg, geschrieben Leborg, nach. Da gibt es dann auch weiterführende Links. Das Land Lauenburg, das gehörte Anfang des 14. Jahrhunderts dem Deutschen Ritterorden. Dessen Hochmeister ließ hier die Stadt Lewinburg gründen. Und so entstand die Stadt Lauenburg. Am Marktplatz, da haben nach dem Brand von 1945 nur noch zwei Häuser gestanden. Der Rest wurde dann da wieder aufgebaut, auch sehr unschöne Bauten dabei. Soweit ich weiß, die existieren heute gar nicht mehr. Im 19. Jahrhundert war Lauenburg die Kreisstadt des Landkreises Lauenburg. Die Stadt wurde 1945 von der Sowjetunion dann zusammen mit ganz Hinterpommern der Verwaltung der Volksrepublik Polen unterstellt. Einige touristisch interessante Gebäude gibt es in der Stadt. Neben den Resten der Stadtmauer und der St. Jakobi-Kirche gibt es hier das neugotische Rathaus, das stammt von 1900. Und es gibt noch Bürgerhäuser, die den Brand ja überstanden haben. Die stammen von der Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts. Und die haben herrliche Fassaden. Städtische Sparkasse kann man hier über der Tür lesen. Ist also ein Gebäude, eindeutig aus der Zeit vor 1945 und die Funktion dürfte damit auch klar sein. Ja, vor 20 Jahren, da hat man übrigens an vielen Häusern hier in Pommern noch die Inschriften über den Türen lesen können, die in deutscher Sprache waren. Da stand mal Bäcker oder Maler, das stand damals noch da und es war deutlich zu lesen. Das hier ist der Bahnhof von Lauenburg vor 20 Jahren.
wir uns jetzt gerade ein Stadtmodell von Lauenburg aus dem Mittelalter anschauen, ein bisschen was zum Museum. Die Sammlung, die stammt zum größten Teil aus dem 19. Jahrhundert, da liegen auch die Anfänge des Museums. Man ist ein paar Mal umgezogen, das wurde immer ziemlich klein gehalten hier. Nach 1945, dann ist also vieles verschwunden und da ist vernichtet worden. Man hat das aber hier wieder aufgebaut. Einmal gibt es hier einen archäologischen Teil der Sammlung. Dazu gehören diese Gesichtsaschenkrüge, die wir eben gesehen haben. Es gibt aber auch Bilder, Fotos und es gibt die sogenannten Danziger Möbel. Das dürften dann Teile der Wohnungseinrichtungen von Lauenburgern von vor 45 gewesen sein. Es gibt sehr viele deutsche Herstellerbezeichnungen übrigens. So, das war dann meine kleine Zeitreise, die uns 20 Jahre zurück in das polnische Lemberg, dem ehemaligen Lauenburg, geführt hat. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. In diesem Sinne, tschüss.